So, moin zusammen. Weiter geht's mit Valheim und Wotan. So, Abfahrt. Ja, Telefonat hat sich in der Zwischenzeit auch schon erledigt. Kam dann ja doch nicht in der letzten Folge, was ich vermutet hatte, dass ich vielleicht eine kleine Pause machen müsste. Und ja, nachdem die Aufnahme durch war, habe ich noch ein bisschen am Haus weiterbauen wollen. Es wurde aber ziemlich dunkel. Bin da oben ein, zweimal runtergefallen, habe zum Glück überlebt. War jetzt auch nicht so schlimm vom Schaden her. Und, ach guck mal, ich stehe sogar noch hier oben. Ich habe hier sogar einen kleinen Schornstein gebaut. Mal kurz den Hammer wegpacken. Da, so einen kleinen Schornstein. Dann geht es halt irgendwie nach unten rein. Und, ja, jetzt muss ich mal schauen. Fängt es an zu frieren, ja, ich weiß. Also auf der 45 Grad Dachschräge rutsche ich runter. 26 Grad ist okay. Hier über Eck kam ich irgendwie hochgesprungen. Und, ja, was habe ich hier an Dachmöglichkeiten? Strohdach First. So, aber der ist dann... Oder mache ich hier noch ein... Noch eine Schicht 26 Grad. Strohdach Außenecke. Strohdach First 45 Grad. 26 Grad. Wie viel Holz habe ich noch? Ja, ein bisschen was. Ha. Fängt an zu frieren. Ja, ja, ja. Gut. Da kommt eine Ecke hin. Ich muss jetzt hier mal rüber hopsen. Im Dunkeln ist das nämlich gar nicht so leicht. Oder versuche ich hier einfach mal Strohdach 26 Grad außen. Ach, guck mal, habe ich gerade ein bisschen Rauchgasverletzung hier. So, und jetzt? Jawoll! So habe ich mir das doch vorgestellt. Wird auch schon wieder hell. Heute wird die Nacht zum Tag und es wird durchgearbeitet. So, und hier ist jetzt noch so ein kleiner Schlitz. So. Hier oben quant es noch ein bisschen raus. Sehr schön, gucke mal. Das wird doch mal eine Prachthalle hier. So, kann man den... Ja, ich will aber nicht zu weit nach vorne. Ich weiß nicht, ab was für einer Höhe da der Sturzschaden so kritisch wird. Oder ab was für einer Höhe die Dachbalken hier überhaupt noch halten auf die Diagonale hier. Ich schlitter runter. So, wenigstens kann ich hier... Zack, ran, ohne irgendwie zu verrecken. Kannst du um diese Zeit nicht schlafen? Achso, ganze Nacht durcharbeiten kann er, aber wenn er dann irgendwie nach der Nachtschicht ins Bett möchte, das geht dann wiederum nicht. Ist auch mal interessant. So, die Fackel tue ich mir mal ins Inventar. Ja, aber guck mal hier. Qualmt da oben raus. Wunderbar. Dann habe ich hier im Dunkeln noch diese Leiter gebaut, von wo aus ich dann mehr oder weniger hier raufkomme. So, einmal rum. Hier rum. Die wird echt doll, die Halle, ey. Ja, hier kann ich noch nicht bauen. Wenn ich jetzt hier mit dem Dach anfange. Ja, nee. Muss ich erst nochmal
Stück Wand hochziehen. Und runter, war ja klar. So, die Wand hier. Nochmal kurz weg. Fängt hier eigentlich schon auf der Ebene das Dach an. Wenn ich hier noch eine höher gehe, und dann mit dem Dach anfangen. Schauen wir mal. Fehlende Voraussetzung. Ja. Zurück in den Wald. Holz ist alle. Und dann drehe ich mich nochmal um hier heute. Ich bin jetzt nicht auf der Jagd. Ich will jetzt endlich mal die Butze fertig kriegen. Ah, schon teilweise über 20 Schaden, was ich an so einem Baum anrichte. Ich das mal mit dem Anfang vergleiche. Das ist überhaupt kein Vergleich. Auch nur noch 4 Schläge, wenn ich mich nicht verzählt habe. Kann natürlich auch sein, dass der schon ordentlich Schaden hatte, dadurch, dass er hier auch umgefallen ist. Ne, 4 Schläge. Okay, und dann auch den kompletten Stamm auf der Länge zerlegt hier. Erst, ja, ich brauche echt Masse an Holz. Und ich hoffe mal, wenn die Hütte steht, dass die mir auch nicht irgendwie kaputt geht. Jetzt habe ich es ja zwischendurch immer mal wieder, dass da die einzelnen Elemente ziemlichen Schaden erlitten haben. Welche Richtung kippt er? Wow, kommst du ja näher. Oh hier, Feuertaufe für Dingenskirchen, dunkle Wald. Ja, ich mach auf jeden. Wow, der war kritisch anscheinend. Grauzwerge aus dem Dunkelwald, die sind nicht mehr so furchteinflößend wie die ersten, die mir da beim Weg gerutscht sind. So, Gewicht 260, okay. Den nehme ich noch mit und dann geht's wieder nach Hause. Ja, 284, das reicht. Einmal Holz, wiegt 2.
Boah, du Sau, Alter. Hier ein Hirsch mit einem Stern. Shit. Ah, fuck. Lass die Hirsche in Ruhe, sagt er. So, Wildschwein-Trophäe, ein bisschen Fleisch. Ja, und der Hirsch ist jetzt weg, ne? Glück gehabt hat er. Oh, mal reparieren gucken. Ja, sieht gut aus. Schon echt was fertiggestellt hier, ne? Und mit der Halle, das sieht gut aus. Ja, der Rauch zieht nicht so gezielt durch den Schornstein, wie ich dachte. Ich kann aber da bauen. Ich glaube, das mache ich auch noch, dass ich den Schornstein ein Stück runterziehe und dann von dieser kleinen Ebene Strohdach rüberbaue. Aber das ist Feintuning. Erstmal überhaupt irgendwie das Dach hier geschlossen kriegen. So. Ups. Zack. Und weiter am Text. Wachturm kommen. Aber im Schlafzimmer könnte ich das eigentlich auch nochmal machen. Dann wird hier schon eine richtig kleine Burg dann draus später. Ich glaube, man kann auch irgendwann Strohdach in Ecke mit okay. Mit Stein bauen. Aber da bin ich noch ganz weit von weg. Erstmal überhaupt Stein abbauen können, das wäre schon mal ein Highlight hier, aber ist noch nicht so weit. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ich glaube, ich wollte von der Seite mit 45 Grad rüber, ne? Ja, das wollte ich machen. Zack, runter. Nein, oh, ah. Ich möchte hier oben vorsichtig auf die Kante. Sehr schön. Von hier aus. Yes. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Nicht einfach blind rückwärts laufen. Und, oh, okay, nur den kleinen Absatz hier. Das macht nichts. Bauen. Bumm, zack. Und runter, war ja klar. Ja, für einen alleine eigentlich ein bisschen groß. Nee, so. Ach komm, scheiß drauf. Brauche ich das halt von oben runter. Junge, ich möchte doch nur an diese Wand ran hier. Ja, so, genau so. Nein, nein, nein. Reiß dich zusammen. So, okay, ich wollte gerade schon wieder runterschlittern. Ich muss mal schauen. Mit der Leiter könnte das eng werden sonst. Das ist eigentlich nur eine halbe davon. Das geht aber nicht, ne? Nee. Schade. Das wäre eine halbe Wand.
Hier auch komplett rüber. Okay, na egal. Gut. Das passt auf der Hälfte. Muss ich jetzt hier mal schauen. So, 45 Grad Dach. Bom. Ach, verdammt. Das ist natürlich doof jetzt hier mit der Leiter. Das passt dann nicht mehr. Wegen dem Dach wird zu eng, ja. Fällt er runter. Müsste ich dann. Ja, nehme ich nochmal weg. Muss ich dann auf jeden Fall lassen zum Bauen. Da wollte ich jetzt schon direkt mit Dach anfangen. Hier geht auch wieder alles kaputt. Ja, doch, von innen wird das. So, einmal umdrehen. Und ja, schade. Gut, 45 Grad Innenecke dann wahrscheinlich an der Stelle. So, gibt's doch bestimmt hier, oder? Das sieht doch gut aus. 45 Grad Innenecke. Drauf auf die Wand, drauf auf die Wand. So, ist das fummelig hier teilweise. Ja, doch, das ist das passende Stück. Mal irgendwie von unten ran scheppern hier. Vielleicht nicht. Gut, vielleicht muss ich erst den Holzbalken hier irgendwie reinsetzen. Den Holzbalken 45 Grad in die Ecke. Ja. Zack. Klasse. So, Blick von außen. Bist ungeschützt, du bist geschützt. Okay. Ach Gott, noch eins. Ey. Nimm doch mal den Palmwedel vom Gesicht weg hier. Ja. Okay, nee. Da hinten ist irgendwie nicht hübsch. Runternehmen. So, jetzt stehe ich oben auf. Oder auch nicht. Gut, da nehmen wir dann jetzt die 26 Grad Außenecke und gucke ich mal, dass ich da irgendwie. Wie steht denn das jetzt? So, die Richtung. Ja. Gut. Blick von draußen. Ja, doch, das passt. Das passt auf jeden Fall.
das Ganze dann nochmal ein Stück weiter drehen, so in diese Richtung, dass das da ranpasst. Yep. So, normal ist 26 Grad Strohdach. Auf der anderen Seite passt wahrscheinlich nicht mehr oder überschneidet das wahrscheinlich. Wird schon wieder dunkel, ey. Sag mal, was für eine Zeitzone bin ich denn hier gefangen? Ja, ich glaube, ich muss von der anderen Seite mal von oben gucken. Sieht okay aus, denke ich. Ach, komm schon. So, sehr schön. Gut, was habe ich denn jetzt hier? Bauen. Strohdachfürst. Ich weiß nicht, ob ich die da noch raufgezimmert kriege hier. Das sieht nicht so hübsch aus gerade. Strohdach 26 Grad. Schauen von gegenüber. Oh, da hatte ich eben, ja. Das sieht gut aus. Nicht runter glitschen, rutschen. Preis kriege ich hier nicht für, das steht mal fest. Ich gucke mal, ob ich das damit irgendwie optisch noch so ein bisschen kaschiert kriege. So, gibt es da eigentlich. Oh, nicht, Vorsicht. So ein Endstück. Strohdachfürst. Strohdach. Kreuz, nee. 26 Grad Kreuz. Oder fürs 45 Grad, du fängst an zu frieren. Ich baue einfach mal. Jawohl, da ranzimmern. Ne. Rauf, auf den Balken. Okay, ich nehme den einfach mal weg. Jetzt ziehen von der Seite wieder ran und von der Seite ran. Yeah! Cool. Komme ich da noch mit so einem Säulen rein hier oder? Nee. So ein X da vorne dran in die Stirn. Tschüss. Ist auch wurscht jetzt hier. So, jetzt gehen wir hier die äußeren Kanten noch mit Balken dicht machen. Ja, so, da noch ein bisschen Holz, das passt. Geht auch schon wieder kaputt da oben, ey. Ich würde gerne wissen, warum. Irgendwas mache ich. Na komm. Komm, nicht abstürzen. Gib dir Mühe. Und was mache ich da auf jeden Fall verkehrt? Also von hier aus kann ich bauen. Völlig egal. Aber vorhin das eine Stück, nee, du bist 20 cm aus dem Radius raus. Das geht jetzt nicht.
Da ist schon wieder reparieren. So, das mal, soweit ich rankomme, da wieder flott zu machen. Ups. Reparieren. So, bauen. Möbel. Fackeln. Brauche ich auf jeden Fall mal ein paar. Ja, vorher hier drin. Ja, Licht brauche ich definitiv, aber ich gehe jetzt pennen. So, mach den Tor zu hier. Zack. Ab ins Bett. Fühlt sich ausgeruht. Okay. Ja, was sagt die Uhr? 26 Minuten. Und es ist ein schönes Wetter, nicht wahr? So, wie viel Holz habe ich? Ach Gott. Ach nee, doch hier. 25 mal Holz. Was wollte ich denn jetzt eigentlich? Kram wegpacken, ne? So, Leder weg. Feder kann weg. Der eine Stein kann weg. Das Holz behalte ich definitiv. Und auf der Seite die Trophäe kann weg. Und dieses Grauzwergauge hier, wofür auch immer man das irgendwann mal brauchen könnte. Wir bauen. So, und jetzt kümmere ich mich mal hier drum, dass es hier nicht so offen ist an der Seite. Zack. Oh, ah. Okay, da muss ich dann... Ja, was ist eigentlich dafür, ne? Ja, doch die 45 Grad nehmen. Ups. Ja, guck mal. Da. Eins. Zwei. Sehr schön. So, das gleich auf der Seite hier. Eins. Obwohl, ich mache das mal anders hier auf der Seite. Da kommt der jetzt hin. Zwei. So, brauche ich hier einen Halbwender. Ja, schön. Gucke mal. Könnte ich eigentlich hier auch noch mal machen. Mache ich auch. Hier die Wand hin. Dann schon mal 45 Grad Dach auswählen, ausrichten. Den einmal kurz weg und dann. Sauber. Was für ein Kackwetter. Sehr cool. Turmschild und Axt. Würde ich sagen, würde ich das Turmschild aber mal weiter nach vorne nehmen. Dann den Bogen, dann den Hammer, dann die Hacke. So, gut. Upgrade. Kann ich nichts. So, würde ich wieder verräuchert hier unter. Das ist so... doof, ey. Anstatt dass das da zur Rückseite einfach mal rausregnet. Nein.
So, Bett. Was brauche ich denn dafür? 15 Feuersteine, die habe ich nicht. Ich glaube, da brauche ich nicht mal gucken gehen. So, dann rein hier. Ist da reingestürzt, oder? Nee. Das da muss auch weg. Ach cool, ich komme sogar von hier unten ans Dach und ich Affe, ich kletter da komplett nach außen. Bauen, das ist... Oh Gott, wie viel Grad waren das? 126? Grad in Ecke. Ne, die habe ich ausgewählt. Das waren 45, der erste Kranz. Da oben waren es dann 26. Gut. 26 Grad Innenecke. Dann da drehen, dass die da so reinkommt. Das ist beides nicht hübsch. Nee, ich nehme doch mal die 26 Grad Schräge. Und hier so halb rüber irgendwie. Ach Gott, Junge, was hast du gemacht? Was ist daneben? Und die Seite? Ich glaube, ich gehe doch aufs Dach nach oben. So, dazu muss der hier aber nochmal weg. Oh. Versehentlich in die Wand gehauen. So, den einmal wegnehmen. Aufs Dach. So, und jetzt aber. Fertig bauen jetzt. Das war 26 Grad Außenecke, glaube ich, hier an der Seite. Sieht eigentlich gut aus. Kommt hier noch nicht ganz um die Ecke rum. Und, oh, verdammt. Ah, nee, das sieht nicht gut aus. Fech. So, Außenecke. Ja, guck mal, am Tag sieht das hier eigentlich gar nicht mehr so scheußlich aus. Dann mache ich da auch nochmal so ein 45 Grad Dingenskirchen hier auf die Seite. Will er natürlich jetzt nicht. Kann ich da rüber? Yes. Und dann, zack. Rauf auf den Balken. Gut, da wird mit einer Wand getrennt. Nee, da kommt keine Außenecke hin. Wenn, dann kommt eine Innenecke hin. Einmal richtig rumgedreht. Schön, aber selten. Auf jeden Fall kriege ich es gleich geschlossen. Bom. Innenecke. Hier rauf. Nein, 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 nein. Außenecke. Ja. Hoffe ich jedenfalls. Sieht gut aus. Jetzt hier an die Seite. Fehlende Voraussetzung. Kein Holz mehr oder was. Aber es nimmt Form an, definitiv. So, vorsichtig runter.
Das wird nicht reichen an Holz. Baumstein nehme ich auch gleich mit hier unten. Neuer Pilz da drin? Nein, schade. So, Regenschauer ist durch. Klart wieder auf hier. Oh Gott, Mensch, erschreck mich doch nicht so, ey. Viechers, ey. Ja, genau, schön hinterm Baum, ne? So, Baum fällt. Welche Richtung? Dreht aber Pirouetten wie so eine Bohrmaschine hier. Sehr schön. So einen Schubs bekommen, dass er mit kaputt geht. Sag ich nicht nein zu. Kann ich gebrauchen. So. Ja, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, weil das Haus so komplett auf ist. Dass es da einfach noch nicht fertig ist. Oder weil kein Fundament ist, dass man erst Säulen oder diese Stützen bauen müsste und auf die Stützen dann Bodenbelag und auf den Bodenbelag wiederum dann das Gebäude. So, Gewicht 273. Ja, okay, den Stamm noch und dann geht's nach Hause. Sprinten 20. Ah, na egal. Der ist weg. Ach Gott. Krieg ich nie eingeholt. Zu Fuß jedenfalls. Schon wieder Hunger. So, Essen ist immer noch genug. Rauchabzug nach da. Ja, wie gesagt, das mache ich später nochmal. Ist ein bisschen hübscher. Mit der Dunstabzugshaube. So, gut. Hammer, Dach, Licht, sehr schön. So, hier könnte eigentlich nochmal wieder so eine 26 Grad Außenecke. Na komm schon. Da irgendwie. So ist. Ja, ist okay. Ist okay.
Nein. Zack. Ich sag mal einfach komplett synchron einen rechteckigen Klotz bauen und abzählen, wie viele Felder ich dann. Oh, schöne Geschichte. Das kann ja quasi jeder. So. Aber hier. Sowas. Das hat was. Komplett individuell zusammengezimmert hier. Ja, daran ist dann auch dicht. Jetzt müsste ich eigentlich mal gerade kommen hier. Hier oben werde ich auch schon wieder verräuchert. Gerade kommen, dass ich da dieses. Wie heißt denn das hier? Da sowas. Strohdach First. 26. Einfach mal machen. Fühlt sich nicht. Oh, Vorsicht, Junge. Fühlt sich nicht länger ausgeruht. Wenn ich mal angucke, was der hier schon geleistet hat, dann würde ich mich nicht mal ansatzweise ausgeruht fühlen. So, zack, zack, fertig. Nein! Vorsicht! Es ist offensichtlich nicht stabil genug von irgendeiner Seite. Ja, nee, okay, alles klar. Also. So, müsste er sich hoffentlich abstützen. Nee. Gott, ey. Na, hält das da? Auch nicht. Ja, jetzt wird's knifflig. Das Dach ist einfach zu groß und zu schwer dafür, dass ich da irgendwie komplett ohne Stützbalken separat gearbeitet habe. Okay, das scheint zu halten auf der Seite. Das scheint zu halten auf der Seite. Vorsicht, junger Mann. Hops. So, kann man hier noch so was Kleines vorscheppern? Ja, mach mal ruhig. Mensch. So, gut. Die gegenüberliegende Seite. Kann man das da noch ranzimmern? Auch gut. So, dann gucke ich mal, ob ich das jetzt von unten hier dann auf die Art irgendwie verschweißt kriege. Hier mal von ganz außen. Krieg ich doch wieder weg, oder? Hey, hält. Cool. Boah, erschreckt. Obwohl eigentlich gar nichts passiert ist. Trotzdem erstmal ganz nochmal da eine Außenecke. Das wird nicht hübsch. Nein, das wird nicht hübsch hier. Das muss aber halten, oder? Cool. Gut, wenn das auf der Seite hält, dann hält das auch von der Seite. Warum hält das auf der Seite nicht, ey? Mensch. Na endlich. Das hält. So, jetzt habe ich hier oben aber noch ein bisschen offen auf jeden Fall. Könnte ich mir eigentlich mal eine Fußbodenplatte einfach reinschummeln da. Bodenplatte 2x2, Ende Gelände. Oder ich gucke mal von der Innenseite, ob ich das da verschraubt bekomme. Wird schon wieder dunkel, ey.
So, wie rum steht das? So rum. So, da jetzt. Zack. Keine Ahnung, wie es aussieht. Ich setze es einfach mal. Es ist auch echt krumm hier alles. Oh, nee, da kommt was runter. Es gibt doch hier Holzbalken quer. Guck mal. Weiß nicht, ob ich das abgestützt kriege. Sagt die Uhr. Ja, ich mache hier eine kleine Pause und dann überlege ich mir, wie ich die Lücke da im Dach geschlossen kriege. So ganz happy bin ich hier noch nicht mit. Auf jeden Fall ist das schon im Vergleich zu vorhin. Hat das schon echt enorm Fortschritte gemacht. So, mal kurz das Essen durchbraten. Alleine gekochtes Fleisch. Müsste eigentlich gegrilltes Fleisch heißen. So, die Pfeile setze ich mir mal unter den Bogen. Ja, ich hoffe mal, dass wir in der nächsten Runde das irgendwie alles fertiggestellt bekommen. So, und das letzte Stück Fleisch. So, muss ich hier die Wandseite da irgendwie noch zuspachteln. Da werde ich aber einfach ganz normal Wände nehmen. So, mal fertig. Zack. Boah, ist das verqualmt hier. Und ab ins Bett. Na, kommt da irgendein Text oder? Nee, guten Morgen. Okay, dann mache ich hier aus. Bis gleich und ciao.